Liebe Freunde der Astrologie und der Spiritualität, ich begrüße euch zu meinem nächsten Video. Wir haben wieder kurz vor Neumond, das heißt, die Dinge kommen wieder vermehrt in Bewegung. Und diesmal ist dieser Neumond im spirituellen Zeichen Fische. Fische bedeutet ja auch sehr stark auf die Innenwelt bezogen und deswegen erzähle ich euch heute etwas über die innere Führung und die Intuition und zum Schluss natürlich auch etwas über den aktuellen Neumond. Mein Name ist Thomas Keil. Ja, vorher noch etwas zu den aktuellen Geschehnissen. Ich beobachte ja so immer am Rande die Medien, was gerade so aktuell ist und wie das mit den vorhergesagten Energien eben übereinstimmt. Und ich habe da nur ein paar Sachen eben aufgeschrieben, was mir jetzt sehr aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist in den letzten Tagen. Da ist auf Servus TV eine große Überschrift gewesen. Habe ich da oben auch geschrieben: Verbrenner aus, ab 2035 wackelt. Also auch in der EU, wo die größten Gegner der Verbrennungsmotoren sind, die haben auf einmal auch mitbekommen, dass das mit der CO2-Bilanz so und so nicht funktioniert und nicht richtig ist. Und jetzt wird schon über Alternativen nachgedacht, wo ja Wochen zuvor schon Amerika mitgeteilt hat, dass sie nicht alles aufs Elektroauto setzen werden und so weiter. Und ich sage euch das deswegen jetzt, ich habe ja gesagt, ich werde für euch immer den Pluto ein bisschen im Auge behalten, nämlich wie Pluto in den Wassermann gegangen ist, bedeutet das ja auch einen Technologiesprung. Ja? Natürlich kommen die neuen Technologien herein, wie ich auch in den letzten Videos gesagt habe, aber es können dadurch auch viele neue Technologien in Betrieb gehen. Und wer sagt denn, dass nicht ein Verbrennungsmotor zum Beispiel später mal mit Wasserstoff arbeiten kann, wo dann gar kein CO2 mehr produziert wird. Beziehungsweise, wenn die jetzigen Verbrennungsmotoren in der Gesamt-CO2-Bilanz teilweise besser abschneiden wie die Elektroautos. Also ihr seht, das kommt jetzt auch schon in die öffentliche Diskussion. Ich wollte euch damit nur zeigen, wie ich euch gesagt habe, man darf jetzt, wenn etwas in den Wassermann kommt oder mit Uranus in Kontakt ist, nicht immer gleich alles für in Stein gemeißelt sehen. Ja? Ihr seht, ein paar Monate später oder ein halbes Jahr später, auf einmal geht es in eine ganz andere Richtung. Und diese Zickzack-Bewegung, das ist eben ganz, ganz typisch für den Planeten Uranus, dem ja, der zum Zeichen Wassermann gehört. Und deswegen wollte ich euch das jetzt zeigen. Das ist schon ein erster Beweis und ich habe euch damals schon gesagt, dass es in der Technologie solche großen Umbrüche geben wird, das können wir auch nicht voraussagen, weil bei Uranus muss man immer das Unerwartete erwarten, aber man kann natürlich schon die Richtung natürlich sehen. Aber ihr seht eins, es wird die Lösung nicht in einer einzigen Technologie geben. Das Zeichen Wassermann steht immer für Vielfältigkeit. Ja, und dann hat es in der letzten Zeit eben sehr, sehr viel Gewalt gegeben, sind den Medien auch rauf und runter gegangen, Beziehungsprobleme und Kriseneinsätze bei Beziehungs- und Familienproblemen waren extrem in die Höhe geschnellt, ist auch zu sehr vielen Unfällen gekommen. Das alles konnte man in den Medien entnehmen. Es wurde sehr hektisch. Manche haben gesagt, es endet überhaupt nicht mehr. Was ist denn los? Schon wieder die Gewalt und diese ganze intensive Beziehungsthematik. Und da habe ich ja bei meinem letzten Video gesagt, wir haben jetzt dieses Thema, wo Mars, dieser Kampfplanet, und in den Wassermann geht und der Beziehungsplanet Venus eben noch dazukommt und das Ganze in Spannung zum Uranus. Dass er eine enorme Spontanität eben gibt. Was eben dann noch zusätzlich ist, für die, die sich jetzt in der Astrologie schon besser auskennen, wir haben auch eine sogenannte Rezeptionsbeziehung noch gehabt. Das heißt, Venus und Uranus sind zusätzlich noch in einer stärkeren Verbindung, weil die Venus im Zeichen Wassermann steht, also die Venus gehört ja dem Stier ursprünglich auch und steht im Zeichen Wassermann und Uranus im Zeichen Stier, das dem Wassermann gehört. Also Venus
steht mit Uranus in den verkehrten, ausgetauschten Zeichen. Und das nennt man in der Astrologie-Rezeption und ist halt noch einmal eine Verstärkung der Energie. Also ihr seht, Uranus fördert natürlich diese spontanen Geschichten, dass man ausrastet, dass es vielleicht plötzliche Geschichten gibt, die man nachher bereut, beziehungsweise wo man zuerst glaubt, man muss ausbrechen, man muss flüchten. Uranus, da flüchtet man auch gern. Und dann sieht man, es ist vielleicht gar nicht so. Deswegen habe ich vorher immer gesagt, schon von meinem letzten Video, bitte bei Uranus-Aspekten immer vorsichtig sein, noch einmal Ruhe geben und keine spontanen, voreiligen Handlungen treffen. Aber natürlich, Mars-Uranus ist ein Unfall, ein Voreiligkeits- und ein Gewaltaspekt. Und ihr seht natürlich diese Konstellation. Heute ist ja 2 Tage vor Neumond, also da, heute haben wir den 8.3. Und ihr seht eben da diese Konstellation Mars 18 Grad auf Wassermann, Uranus auf 19 Grad Stier. Also diese beiden gehen jetzt in Kürze, also sind eh schon seit einigen Tagen, weil ab 5 Grad zählt ja diese Energie, seit einigen Tagen in Kontakt. Also ihr seht, das sind diese ganzen Beziehungsprobleme gewesen. Uranus fordert uns natürlich auf, erhöht die Schwingung, bringt so wie ein Sturm Energie hinein und wühlt diese Themen praktisch eben auf. Und dann kommen sie heraus und wir müssen damit arbeiten. Und ja, wenn Menschen damit nicht arbeiten können, dann bricht es halt im Außen heraus, weil sie mit der Situation oft nicht mehr zusammenkommen. Also ihr seht, auch jetzt in den Tagen um den Neumond müssen wir noch ein bisschen vorsichtig sein. Mars wird dann endgültig in Wassermann so habe ich mal aufgeschrieben, wann wird er ihn verlassen? Am 23.3. circa. Also ihr seht, schon langsam geht diese Konstellation dann vom Uranus jetzt auch in den nächsten Wochen dann eben weg. Und dann haben wir da mal ein bisschen mehr Ruhe. Und wenn dieses Zeichen Wassermann leergeräumt ist, wird es vielleicht dann ein bisschen ruhiger werden. Ja, okay, dann habe ich noch geschrieben, der Wahlkampf beginnt. Heute in den Medien gestanden, dass der Digitalisierungsstaatssekretär das Amt niederlegt, weil er sich mehr auf seine Wahl in Innsbruck auf die Wahlen in Innsbruck vorbereiten möchte. Ihr seht Folgendes, Jupiter trifft ja im April auf Uranus, genau am 21.04. Das spürt man natürlich jetzt schön langsam schon, jetzt schon, weil Jupiter so ein mächtiger Planet ist. Schön langsam nimmt er Kontakt mit Uranus auf, was ja ein Aspekt ist, auch der Erneuerung, aber der steht eben genau über der Sonne von Österreich. Und ich habe euch ja das letzte Mal auch erklärt, dass dieser Wahlkampf natürlich auf sehr vielen Ebenen geführt wird. Man merkt auch auf einmal schon, die einzelnen Vertreter der Regierungsparteien sind auf einmal auf Facebook, reisen durchs Land, zeigen, was sie geschafft haben. Also ihr merkt es jetzt, dieser Wahlkampf hat heuer eine besondere Elektrisierung durch Uranus. Und das können wir jetzt schon natürlich erkennen. Deswegen heißt es auch hier, ruhig bleiben. Die Medien allgemein sind ziemlich angeheizt durch diese Spannung, die natürlich auch auftreten wird. Und vor dem ganzen Hintergrund muss man das auch sehen. Ja, okay. Dann haben wir heute, also eigentlich hat es gestern, vorgestern schon angefangen und heute und morgen wird er noch andauern. Also der Merkur, der Planet der Kommunikation und des Denkens, steht mit dem Wasserplaneten Neptun zusammen. Ja? Also im Zeichen Fische, Neptun gehört ja zum Zeichen Fische und der Merkur, das trifft da genau im Zeichen Fische aufeinander. Auf einer sehr hohen Schwingungsebene, weil Merkur ist auf der hohen Schwingungsebene ja die Spiritualität, auf einer sehr hohen Schwingungsebene bedeutet das eine sehr feine Schwingung und Empfänglichkeit für die höheren Energien. Und auf einer eher niedrigeren Schwingungsebene oder auf der materiellen Ebene steht der Neptun oft für Müdigkeit, für Schwäche. Er macht uns müde. Also wer jetzt in den letzten 2, 3 Tagen müde ist oder sich nicht ganz so konzentrieren kann, Besprechungen funktionieren nicht so richtig.
Das ist eben dieser Aspekt, wird aber bald wieder eben vorbei sein. Und wir benutzen heute mal die höhere Schwingung des Neptuns und deswegen erkläre ich euch heute weitere Dinge über unsere Innenwelt, weil Fische ist das letzte Zeichen, da geht es um die Innenwelt, es geht um Erleuchtung. Ich habe euch letztens schon immer wieder erzählt, Erleuchtung ist ja nur im Prinzip das Nachhausekommen, die Erkenntnis, wer wir sind oder wer wir wirklich sind. Und das können wir nur über unsere Innenwelt erfahren. Und das finden wir im Zeichen Fische. Also ihr seht, momentan sind die Himmelskonstellationen so, dass es eben genau für diese Sache passt. Ein kleines Bild noch dazu. Heute geht es eben um innere Führung, um Intuition. Interessant, das ist genau der Aspekt Merkur und Neptun. Und wenn dieser Aspekt jemanden im Horoskop hat, hat er eben diese Eigenschaften in einer höheren Schwingungsebene, in einer niedrigeren Schwingungsebene. Kann es natürlich oft sein, ja, dass man da vielleicht mit den Reden Schwierigkeiten hat oder dass man Entscheidungen oft schwierig treffen kann, dass man mit seinem Geist oft einmal ein bisschen tagträumerisch unterwegs ist und ja, Dinge vielleicht oft nicht ganz klar sieht und so weiter. Ja, was bedeutet das jetzt, diese innere Führung und diese Intuition? Wer meine letzten Videos verfolgt hat, ich habe das ja langsam aufgebaut. Letztes Video habe ich das ja genau erklärt. Nur ganz, ganz kurz zur Wiederholung. Also da oben ist natürlich im Endeffekt das unbegrenzt zu verstehen. Haben wir Gott, die universelle Energie, das Universum, das alles, was ist. Und wir Einzelseelen sind aus dieser Quelle ausgetreten, um Erfahrungen in der dritten Dimension auf der niedrigsten Schwingungsebene zu machen, die eigentlich möglich ist. Also Gott hat sich gedacht, wir transformieren uns so weit wie möglich herunter und vergessen, wer wir sind. Das heißt, wir vereinzeln uns. Wenn wir uns vereinzeln, dann wissen wir nicht mehr, wer wir waren. Wir haben die Verbindung verloren. Dadurch können wir auch das Gefühl erfahren, einmal alleine zu sein. Was heißt es überhaupt, alleine zu sein? Das kennt ja die Seele eigentlich gar nicht. Und das ist ja eine unserer schlimmsten Erfahrungen, die wir hier auf der Welt machen. Die Angst, voneinander so getrennt zu sein. Das beginnt schon in der Kleinkinderzeit, wenn wir mal von den Eltern getrennt werden oder in die Schule müssen oder mal weg sein müssen oder uns einmal alleine fühlen. Und das geht dann später natürlich weiter. Also grundsätzlich kommen wir eben aus dieser Einheit. Und wir werden auch dann wieder eben in diese Einheit zurückkommen. In der Zwischenzeit machen wir Erfahrung und mit dieser Erfahrung, die wir machen, machen wir emotionale Erfahrung und bereichern dadurch diese göttliche Energie, weil wir erkennen erst, was wir haben, wenn wir etwas einmal nicht gehabt haben. Und das ist meiner Meinung nach der wichtigste Satz, warum wir Menschen hier überhaupt auf die Erde kommen. Weil erst kann erst etwas schätzen, wenn ich etwas habe, was ich einmal nicht gehabt habe. Dann kann ich das schätzen, was ich habe. Ja gut, das ist ja dieses Drei-Ebenen-Modell, das soll jetzt eine einzige Seele darstellen mit dem materiellen Bereich, dann mit der feinstofflichen Ebene und dieser höheren Ebene der Baupläne. Da habe ich eingekreist, das sieht man jetzt nicht, aber ich sage es euch, da steht das individuelle höhere Selbst. Und ich habe es letztes Mal schon gesagt, dieses individuelle höhere Selbst ist eben enorm wichtig, weil dieses individuelle höhere Selbst die Verbindung zur Gesamtheit hat, zur Quelle. Also über unsere Zirbeldrüse ist es eben verbunden, unser individuelles höhere Selbst. Und dort sind wir verbunden mit der Quelle, sprich mit dem Allwissen, mit dem Einheitsgefühl. Nur wenn wir da weiter nach oben gehen, ist das sehr tief in uns drinnen. Das heißt, wir müssen uns nach innen begeben, auf die Reise nach innen. Die erste Nachricht, die in der Spiritualität natürlich immer folgt, ihr braucht nirgendwo hinzureisen, außer in eure Innenwelt. Also ihr könnt die ganze Erde bereisen, wenn ihr zu eurem Inneren keinen Kontakt habt, wird euch das nichts helfen. Weil wir sind aus dieser Quelle ausgeschüttet worden und wir sind in der materiellen Welt jetzt da, in der dreidimensionalen Welt.
herunten sozusagen. Und jetzt ist es so, die einzige Verbindung, die wir natürlich da oben haben, ist über unsere Innenwelt. Und dort ist auch die ganze Kommunikation mit der Seelenwelt, die ganze Intuition eben vorhanden. Und jeder hat das schon einmal gespürt, wenn er mit sich verbunden ist oder gespürt hat, jetzt wird gerade ein guter Bekannter anrufen und dann hat er tatsächlich angerufen. Oder ja, man hat sehr, sehr starke Verbindungen mit gewissen Menschen und spürt das da. Weil da oben in der Quelle, die ist allwissend, die hat auch die ganze Erde erschaffen mit allen wunderbaren Dingen, die wir hier haben. Also hinter dieser materiellen Welt ist eine Intelligenz, die ist unendlich groß. Und wenn wir uns mit unserem höheren Selbst verbinden, wenn wir einen Kontakt aufbauen, weil wir leben ja da herunten im Verstand und mit den Gefühlen, und wenn wir zu diesem höheren Selbst einen Kontakt und eine Verbindung aufbauen, dann sind wir mit dieser Quelle verbunden und dann sind wir in der sogenannten Intuition. Das heißt, das Innere weiß eigentlich immer alles, was richtig für uns ist. Wir treffen keine falschen Entscheidungen mehr. Man sagt so oft im Volksmund das Bauchgefühl, aber es ist viel mehr wie das Bauchgefühl. Es ist diese Intuition, dieses Wissen um die Wahrheit. Und es gibt Menschen, die sind von Haus aus, die haben es heute im Horoskop, ja, mit Neptun, ja, die sind von Haus aus sehr, sehr stark verbunden. Und dann gibt es halt Leute, die sind nicht verbunden. Und die Leute, die nicht verbunden sind, treffen sehr oft falsche Entscheidungen, kommen in Situationen, die sie sehr unglücklich machen, und treffen ständig falsche Entscheidungen. Und da gilt es dann wieder, die Verbindung zur Innenwelt herzustellen. Wenn ich mit dieser inneren Führung verbunden bin, dann mache ich eigentlich nichts mehr falsch im Leben, weil dann sagt mir eine innere Stimme immer, heute machst du das, das, das und nicht das. Heute gehst du nicht auf den Berg, weil da könnte es gefährlich sein. Also im Endeffekt haben wir alles Wissen in uns. Kann natürlich das auch in der Astrologie sehr gut nachschauen. Aber diese innere Führung, wenn wir mit dieser verbunden sind, wird sie uns alles ansagen. Vom ganzen Berufswahl, es werden die ganzen Situationen zur richtigen Zeit auf uns zukommen, es wird alles passen, wir werden die richtigen Menschen treffen. Also es geht immer wieder um diese innere Führung und diese innere Verbindung. Also unser nächster Schritt, was ist es jetzt? Wir werden schauen, dass wir mit dieser inneren Führung Kontakt aufnehmen. Ja? Wir müssen das natürlich Schritt für Schritt lernen. Natürlich durch Stress und Hektik fallen wir oft dann da herunter in die Materie und dann sind wir aus dieser inneren Führung weg. Dann sind wir nicht mehr verbunden. Das ist dann der Zeitpunkt, wo man dann in die Natur hinausgehen muss oder manche Leute gehen schlafen. Verbindet man sich auch sehr gut wieder mit dem Inneren oder braucht einfach einmal Ruhe vor den Menschen oder muss Musik hören oder abschalten. Die Leute müssen halt regenerieren, sagt man. Ja, regenerieren heißt einfach nur, ich muss mich wieder gleichschalten, ins Gleichgewicht bringen. Okay. Also, es geht jetzt darum, wie bauen wir diesen Kontakt zur inneren Führung auf? Mal da ein paar Sachen jetzt grundsätzlich überlegt. Ich habe es ja letztes Mal schon ein bisschen angerissen. Also entweder in die Stille gehen, in die Meditation gehen, ja. Das kann eine geführte Meditation sein, die man anhört, oder einfach in die Stille gehen. Und in der Meditation geht man vielleicht zu einem inneren Ort, wo man sich sehr wohl fühlt, auf einem Berg oder egal, wo man sich halt wohl fühlt oder auf einen See. Und es kann passieren, wenn man in dieser inneren Meditation ist, bekommt man auf einmal Bilder. Und diese Bilder können das höhere Selbst darstellen. Man kann auch zu seinem Inneren dann sagen, bitte höheres Selbst, zeig dich mir in einem Symbol. Ich möchte mit dir Kontakt aufnehmen. Und dann kann man im Inneren immer wieder zu diesem Ort gehen und Verbindung mit diesem höheren Selbst aufnehmen. Das ist einmal so diese eine Sache. Und das kann man natürlich dann immer mehr in den Alltag herein transformieren, indem dass man eben sagt, wenn ich schon viel Übung habe mit der Meditation, dann kann ich mit meinem höheren Selbst innen, also während des Tages auch im Tagesbewusstsein schon reden oder etwas sagen. Ja? Bitte leite mich, bitte führe mich, soll ich dies oder jenes machen? Und je besser ich verbunden bin, umso bessere Entscheidungen werde ich eben treffen.
Ja, in die Natur gehen, habe ich schon gesagt. Manche Leute gehen eben gern in die Natur oder gehen gern in den Garten und verbinden sich da mit dem Inneren. Jedenfalls muss so ein Gefühl der inneren Verbundenheit eben vorhanden sein. Natürlich geht es auch über Tanz und Musik. Auch da kann man sich mit dem Inneren oder mit dem höheren Selbst verbinden. Frage ist natürlich jetzt, wenn das mit Tanz und Musik geschieht, ob man da dann die Ruhe hat, dass man mit dem höheren Selbst dann dort kommunizieren kann. Es schaut relativ einfach aus, dieses Bild. Es ist auch einfach, weil im Prinzip in der Spiritualität, in der wahren Spiritualität, alles einfach ist. Und wir in der materiellen Welt haben gelernt, alles komplexer, schwieriger, komplizierter zu machen. Je mehr wir zur Wahrheit zurückkommen, umso einfacher und leichter ist die Wahrheit zu verstehen. Okay, und dieser inneren Führung kann man dann alles anvertrauen. Jede Jobsuche, was soll ich für einen Job machen? Wie soll es weitergehen im Leben? Und deswegen ist es immer wichtig, wenn es einmal zu hektisch wird, zuerst einmal nichts tun, in die Ruhe gehen, ins Innere gehen und sich mit dem Inneren verbinden. Und je besser, dass man verbunden ist, umso bessere Entscheidungen werden wir treffen. Ja, und die Nachricht, die mir so gefällt, ist es, wir brauchen dafür nirgendwo hinzugehen. Wir haben alles in uns. Denn Gott ist praktisch eben in uns. Das sieht man in dem Bild eben mit den Regentropfen. Es ist nur ein bisschen versteckt, weil wir uns selber gesagt haben, wenn wir dieses Theaterstück auf der Erde spielen, dann spielen wir das wahrhaftig und real. Und dann ist so ein Schleier des Vergessens eingezogen worden, dass wir das Theaterstück auch wirklich spielen können. Aber jetzt ist es Zeit, wieder zurückzukommen, dieses Theaterspiel zu beenden und wieder dorthin eben zurückzugehen, wo wir herkommen. Gut, so viel zum Thema Spiritualität, innere Führung. Und ja, probiert es einfach aus. Gut. Ja, was ich vielleicht noch sagen wollte, wie kann man das ganz am Anfang ausprobieren? Ich meine, das Leichteste ist natürlich, wenn man zum Beispiel anfängt, wenn man Sachen verlegt, einmal mit seinem höheren Selbst Kontakt aufzunehmen. Bitte zeige es mir. Ja, ich habe auch vor kurzem gestern wieder was verlegt. Heute in der Früh habe ich gesagt, höhere Selbst, bitte zeige es mir. Vor 10 Minuten oder vor einer Viertelstunde habe ich es genau gefunden. Auf einmal schaue ich dorthin, denke mir, passt, ist da. Unglaublich. Ja, also da braucht man nicht in seinem Kopf nachdenken, sondern die innere Intuition wird uns eben führen. Oder man bestellt zum Beispiel einen Parkplatz. Höhere Selbst, bitte führe mich dorthin, wo ein freier Parkplatz ist. Und plötzlich wird vor einem ein Parkplatz frei dastehen oder es fährt gerade wer heraus. Das höhere Selbst ist wie ein Navigationssystem. Gut, dann schauen wir uns noch den Neumond an. Der Neumond geht ja sowieso, weil der Mond ja komplett dunkel ist, ist ja sowieso mehr der Innenwelt grundsätzlich eben zugeordnet. Er hat aber auch natürlich eine sehr vorwärts bewegende Energie, speziell 2, 3 Tage vor Neumond. Am Tag des Neumonds ist eher ein bisschen Stille. Und da sollte man viel nach innen gehen. Und ihr seht, jetzt haben wir das Zeichen Fisch. Deswegen habe ich euch jetzt heute so viel über die Innenwelt, über Gott erzählt. Also ihr seht, dieses Zeichen Fische, das bereitet diese Energie praktisch auf. Und wir können gar nicht anders, oder ich kann gar nicht anders, dass ich euch heute etwas über die Spiritualität, über Gott, über unser eigenes Innenleben erzähle. Ja. Und dieser Neumond ist eben in Fische und aktiviert diese Energie. Und diese Fische-Energie habt ihr jetzt gerade erlebt bei mir. Um diese Fische-Energie geht es, um Intuition, um das Nicht-Rationale. Wir Leute auf der Welt, das gegenüberliegende Zeichen Jungfrau übrigens, das rationalisiert alles. Das probiert alles auf die materielle Ebene zu rationalisieren. Und Fisch ist genau das Gegenteil, ja. Fische bedeutet, sich auf die Intuition, auf diese innere Führung zu verlassen, auf das Göttliche zu verlassen, in allem das Göttliche zu erkennen. Ja? Und wir haben natürlich da in der Nähe noch den Saturn, also 10 Grad Toleranz, Orbis, sagt man in der Astrologie, gelten ja da noch.
Und ihr seht, Saturn bedeutet immer herunterkanalisieren in die materielle Welt. Deswegen habe ich ja jetzt probiert, die Spiritualität in der materiellen Welt zu beschreiben. Und gleichzeitig ist sogar der Neptun da noch in Verbindung und Merkur ist da auch noch da. Heute haben wir Merkur und Neptun, genaue Konjunktion sogar. Und wie gesagt, so viele Planeten in Fische jetzt die nächsten Tage, das merkt man auch am Wetter, dieses nass, kalte Wetter, dieses nebelig sein, also sehr, sehr spannend. Und die Kälte wieder, ihr seht, Saturn ist wieder mit an Bord, also jetzt auf einmal ist es kalt geworden vor Neumond, ungewöhnlich kalt jetzt. Die Medien haben es geschrieben, ja, zu kalt für diese Jahreszeit. Ja klar, wenn Saturn dabei ist, Fische ist auch ein Kältezeichen und ein Zeichen der Nässe. Und Neptun noch einmal, Gott des Meeres, auch noch einmal mit von der Partie. Und der Merkur ist jetzt auch noch. Deswegen auch können wir uns jetzt zurzeit ein bisschen müde fühlen, ein bisschen unkonzentriert. Wir sollten uns da nicht zu viel dagegen stemmen. Wir sollten es genießen, uns mit Spiritualität beschäftigen, uns mit unserer Innenwelt beschäftigen, uns nicht überfordern. Das fordert uns dieser Neumond auf und alle Leute, die jetzt sehr viel in Fische haben, werden das spüren. Ja, und mit Saturn müssen wir natürlich alte karmische Themen natürlich aufräumen. Es kommen alte Themen hoch, die wir mit unserer Innenwelt eben sehr gut aufräumen können. Ja, in den nächsten 2 Tagen ist auch ein bisschen ein Sturm angesagt über Österreich. Über dem Atlantik, glaube ich, herrscht gerade ein mächtiges Sturmtief, also mehr Mars Quadrat Uranus. Also Mars-Spannung Uranus ist der Sturm. Uranus immer die stürmische Geschichte. Mars gibt dann noch einmal Energie dazu. Also ihr seht, die nächsten paar Tage zeigt das diese Energie an. Also das heißt, auch ein bisschen vorsichtig sein, Dinge nicht zu viel riskieren. Mars-Uranus zeigt aber auch diese Energie an, auszubrechen. Deswegen hat zum Beispiel jetzt genau dieser Staatssekretär genau jetzt gekündigt. Also jetzt sagt er zum Beispiel für Digitalisierung auch noch, Uranus ist dem Computer zugeordnet, Mars der Technik. Also Mars-Uranus ist ein Computeraspekt. Also der hat gesagt, jetzt aus. Also Mars-Uranus befreit auch auf eine gewisse Art und ist ein spontaner Ausbruch, mit dem man vorher eigentlich gar nicht gerechnet hat bei vielen Dingen. Also wir können diese Energie auch positiv nutzen, damit wir Dinge neu in Bewegung setzen, damit wir spontan vielleicht wo ausbrechen, wo wir bis jetzt zu eingeengt waren. Das sind diese ganzen Geschichten. Was vielleicht heute und morgen vielleicht noch wichtig ist, also bei Mars-Uranus vielleicht noch, ja. Wichtig ist, Dinge nicht zu vorschnell, zu voreilig zu entscheiden, irgendwelche Dinge zu vermeiden, wo man zu hastig reagiert, ja. Und das sind leider auch diese momentanen Gewaltausbrüche. Da staut sich viel Energie an und dann bricht es plötzlich wie eine Explosion aus. Weil Mars-Uranus ist ein Aspekt der Befreiung, der plötzlichen wie eine Explosion. Ja, und wenn man nicht sehr mit seiner Innenwelt verbunden ist und diese Emotionen nicht kontrollieren kann, dann brechen sie auf der materiellen Ebene eben aus. Und deswegen sieht man in der Astrologie, hoppala, jetzt ist diese Energie im Universum, die Energie ist da, die Leute reagieren in Resonanz, die das im Horoskop haben. Und deswegen kann man im Horoskop voraussagen, diese oder jene Energien muss man aufpassen. Hängt natürlich immer davon ab, was jeder persönlich in seinem Geburtshoroskop eben stehen hat. Wenn zum Beispiel dieser Neumond in Fische auf 20 Grad Fische, wenn man auf 20 Grad Fische was sehr Schönes stehen hat, wie seine Sonne oder seinen Mond oder irgendwas, kann das eine außerordentlich positive Zeit natürlich werden. Hat man dort seinen Saturn stehen, dann wird es wahrscheinlich eine schwierigere Zeit werden. Der Herausforderungen. Aber auch das hat sich die Seele praktisch eben ausgesucht. Ja, was gibt es noch zu sagen zu Merkur, Neptun? Ja, Vereinbarung treffen, Verträge unterschreiben. Das ist jetzt in den nächsten zwei Tagen wirklich ein bisschen schwer. Also wenn, oder Dinge vielleicht bestellen, die nicht, wo man nicht genau weiß oder
irgendwas funktioniert nicht richtig oder mit jemandem nicht richtig in Kommunikation treten können, dann braucht es ja keine Sorgen machen, einfach abwarten. Ich denke mal, ab Sonntag wird dieser Merkur vom Neptun weit genug weg sein, beziehungsweise Montag ist diese Energie schon wieder eben vorbei. Gut, ihr seht, im Zeichen Fische, da tut sich eine große Innenwelt auf, die keine Grenzen kennt und ist nicht umsonst das spirituelle Zeichen. Und ja, das Wetter zeigt uns natürlich auch. Ja, es ist eben ganz interessant. Ja, das war's von meiner Seite her. Wer sich bei mir beraten lassen möchte über sein persönliches Geburtshoroskop oder vielleicht eine Fortbildung machen möchte, gerne auf meiner Homepage ist alles zu finden. Ich melde mich wieder zum nächsten Vollmond. Der ist am 25.03. Das wird diesmal ein spezieller Vollmond sein, eine Mondfinsternis. Also Mondfinsternisse haben immer mehr Energie wie der normale Vollmond. Und ich werde mich, sofern es mir möglich ist, natürlich rechtzeitig vorher diesmal eben melden. Natürlich, die Energie steigt immer vor Vollmond und vor Mondfinsternis natürlich noch stärker an und dann steigen natürlich immer auch der Stresspegel. Ich wünsche jetzt euch eine gute Zeit beim Finden eurer inneren Führung und viel Erfolg dabei. Alles Gute.